Kein glücklicher Stern steht über Mörtels Opernball-Wahnsinn in diesem Jahr. Sein Käferl macht nie, was er sagt. Sonja, bitte kommst du? Sein Star zickt ohne Ende. Sie vernichtet im Minutentakt des Baumeisters großartigste Pläne. Also, sie hat alle Termine abgesagt. Alles für alle Tage. Na und sonst? Sonst geht auch einfach alles schief. Na, was ist? Das ist eine Sauerei, ist das! Na, Mila, aus zu Hause! Lösch nicht, lass mich aus, was im Blödsinn. Scheiße! Sind wir wieder da oben, bitte, was wollt? Aber vor dem Dreier, der mich nicht lobe. Ich meine, das ist jetzt blöd, was. Bitte, Schluss ist! Wisst ihr nicht, wo das ist? Ich fahrt irgendwer mit, der nicht einmal weiß, wo irgendwas ist. Das ist ja sinnlos. Mit unendlicher Verspätung und einem mehr als desperaten Hausfrauchen im Gepäck landet Mörtel komplett entnervt in seinem zweiten Zuhause, der Wiener Oper. Opernball 09 schreiben wir und die johlende Menge drängt, schiebt und ist ebenso stark vertreten wie im vergangenen Jahr. Und das, obwohl sein Gast angeblich so unbeschreiblich unspektakulär ist. Nicolette Sheridan heißt sein Star, der schon beim Operneingang um sein Leben kämpft. Sie starten auch. Na, jetzt darf man die Eröffnung anschauen und zu. Nein, wir tun jetzt. Ja. Nein, nix, das ist nur die Gäste. Irgendwie liegt dieses Jahr der Wurm nicht im Detail, sondern im Groben. Von Anfang an rennt einfach alles schief. Mörtel ist spät dran und will dringend wissen, wann seine Nicolette in Wien landet. Ich wollte wissen, ob die Maschine aus Frankfurt pünktlich ist. Wenn die Maschine aus Frankfurt ankommt. Ja, grüß Gott. Das gibt's ja alles nicht. Nicht nur Mörtel ist planlos, auch am Flughafen steht man vor Rätseln. Eine Maschine, die um 14 Uhr aus Frankfurt kommt, pünktlich ist. 14.09 Uhr, danke sehr. Die Sonja muss Schuhe verkaufen, weil sie heute keine Verkäuferin hat, muss sie arbeiten. Aber am Abend steht sie zur Verfügung, wenn es zum Heurigen geht. Beim Weintrinken ist sie dabei. So. Mörtels Käferl verkauft zurzeit keine Schuhe. Viel lieber wäre sie jetzt auch mit Mörtel am Flughafen. Aber der wollte sie irgendwie nicht dabei haben und hat sie einfach ausgeladen. Vor ihren Freundinnen macht sie dennoch gute Miene und sieht das Positive. Ja, ist ein Wahnsinn. Momentan kommt zu keinem Haushalt, kommt zu keinem Hundspielen, zu keinem Kundenverkauf oder Schuhe machen, Schuhe übernehmen. Aber das ist ja nur jetzt über den Ball ein bisschen stressig. Wie ich mich selbst beschreibe als positiv denkender, fröhlicher, sonniger Mensch, der versucht, in allen das Gute zu sehen und eigentlich sehr geradlinig ist. Zu allem, was zu sagen hat. Auch 3-Minuten-Sätze sind meine Spezialität. Das kann sie sich auch gleich wieder abgewöhnen, denn an Mörtels Seite spricht nur einer und das ist er selbst. Mein Beruf ist mein Hobby und ich gebe meinen Beruf sehr auf und habe eigentlich da auch genug am Wochenende zu tun, mit auf der Messe Schuhe einkaufen oder Auslag dekorieren. Bin auch am Abend oft länger und sonst gehe ich halt mit Freunden gerne in die Stadt oder in verschiedene Lokale ein bisschen plaudern, zusammensitzen, so ganz normale Dinge des Lebens. Das ganz normale Leben verschlägt Sonja in ihren italienischen Stiefelchen just in die Arme des Baumeisters, den sie auch innigst liebt, wie es scheint. Ja, er ist ein sehr humorvoller, lustiger, interessanter Mensch. Er hat immer was zum Erzählen, immer eine Episode auf Lager. Er kann einem gut unterhalten. Er ist auch eine Person, zu der man aufschauen kann, weil er wirklich viel leistet. Man braucht auch ein bisschen Geduld dabei, weil er ja manchmal übernervös ist oder vielleicht nicht ganz so sanft mit einem umgeht.
Naja, er wird sicher viel zu tun haben. Ja, ja. Er ist die einzige Tänzerin, die er bis jetzt gehabt hat, als Freundin. Ne? Ja, ja, die ganzen Freundinnen haben mit ihm nicht getanzt. Aber glaube, er wird sehr viel zu tun haben mit Interviews geben und mit Opernballgast herzeigen. Es ist eine starke Sympathie von meiner Seite auch sehr Tendenz, dass es intensiver wird und stärker wird. Und wir haben aber auch wieder dann Seiten, wo man ein bisschen aneinander kracht. Das ist jetzt genau diese Phase, wo halt man sich beweisen muss, ob der eine oder andere Streitfaktor zum Bruch führt oder ob man daran wächst und zusammenwächst. Worte der puren Romantik, denen Mörtel nur Folgendes hinzufügen kann. Scheiße, das gibt's ja alles nicht. Wir haben's eilig, ich stehe beim Auto. Ja, bitte kommen Sie und diskutieren wir nicht, bitte. Okay, das kann nicht wahr sein. Wir haben es irre eilig. Ja, nee, kein Problem. Nein, ich fahr da. Also, passt schon. Hast du ein Foto von deinem Hund mit? Nein. Nicht gut ist das, Jackie. Du hast hier auch einen Golden Retriever. Ja, eben, da braucht sie meinen nicht sehen. Jackie, ist so dumm wie Nacht finster ist, ehrlich wahr. Ich kenne sie nicht. Bitte, du sagst mir, das ist sie, ja? Okay, auf Deutsch sage ich es aber, ja. Es ist wurscht, von der Ferne, wenn sie kommt, sagst mir, welches ist. Okay. Aber bitte unbedingt. Ja. Nicht, dass ich dort stehe und der Falschen die Hand gibt. Sag, hallo, ja, wie heißt's? Nicolette Sheridan. Ja, ist das richtig? Mhm. Oh, yeah, yeah. Mörtel kennt seinen Gast nicht und auch der Fahrer hat so seine Probleme. Im alten Gebäude ist das. Im alten Gebäude? Ja, wissen Sie das, wo nein, das nein, ist? Das leider nicht. Vor dem Parkhaus 3, rechts vorn und dann links. Das ist ein Theater. Keiner findet es. Finden Sie das? Momentan noch nicht, habe ich noch nichts gelesen. Ja, ich glaube, ich das schon vorbeigefahren sein. Noch 9 Minuten Verspätung bis jetzt. Ja, aber wir müssen ja noch rausfahren mit dem Bus aufs Rollfeld. Fahren Sie runter und na, ihr, dass ihr euch nicht wisst, wo man ausschaut, wo man hin. Fahren Sie bitte weiter. Und runter und zum VIP-Center. Wenn man nicht alles selber macht. Blöd, wenn Mörtel selbst keine Ahnung hat, wo sich dieses ominöse VIP-Center befindet. So, links, ich hab gesagt, vor dem Dreierterminal rechts rein. Dann waren's, jetzt schaut dort, wo der Dreierterminal ist, die Straßen runter. Fahren Sie gerade. Jetzt sind wir wieder da oben, bitte was wollt. Aber vor dem Dreierterminal runter. Mann, das ist jetzt blöd, was. Das gibt's ja nicht. Mann, ich sag Ihnen, vor dem Dreierterminal, jetzt fahren Sie wieder auf die Abflug. Man, es ist ja ein Witz, wenn Sie euch nicht auskennt sind. Da vor dem Dreierterminal, da um. Rechts, bitte, wo die gelben Autos stehen. Mörtel hält nichts mehr in der Limo. Die Limo mitten am Cargo-Terminal stehen gelassen, nimmt Mörtel seine Füße in die Hand und findet per Zufall den richtigen Weg. Gott, Lugner. Der Lugner, grüß Gott. Die Sheridan längst gelandet, eilt Mörtel gegen Gangway und schafft die Punktlandung. Welcome in Vienna. Thank you so very, very much. It's wonderful to be here. I hope it's wonderful. We tried. Yes. You be tired. I take it. You be tired or not?
A little bit tired. But we can go to in the evening at the vineyard. You know, everybody was so nice on Lufthansa that they kept us up all night. Let we go here. Hello. You've been very busy, I see. I've been very busy now, yes. So, I had flowers, but I lose it on the way to Thank God, the they just get in the way, don't they? We'd be so late. The driver don't know where is the VIP center. And so we drive in the airport and... You know, this always seems to happen to me, too. I always get the driver who doesn't know where they're going. Yes, it's par for the course. But he's a driver of a stretch limousine. I think he knows everything. But no. No, that's the thing. Chris, I have also with me, because my English is very bad, so she translates anything. Oh, yes, we're having a terrible time communicating. Your English is so bad. No. It's better than mine. No. I'm from England. Yeah, you know to talk English, but I not. It's Jackie. She owns nice also a golden retriever. You do? Yes. Oh, he's the love this of my life. Her girlfriend. Hello, nice to meet you. What's your name? Julia, very nice to meet you. Ah, so. Oh, so nice that you all came here. Nicolette kann sich nur wundern, lächelt aber dennoch höflich. Ja, das wird ihr bald vergehen. I'm out. I know it. They're like this. Young ladies don't like old men. Thanks. So, haben wir schon was? Thank you. So, Jackie, komm mal. Ja, Jackie, komm. Because Jackie was... She said, we must take you to the opera ball and not another lady. Aww. Now she's happy that you be here. Okay. She's 15, but she's a little bit small because she has a small father, so she's also small. She is beautiful. You're absolutely beautiful. She is. Yes, she is. I'm very, very happy to be here, and I've always wanted to go to a proper ball in Vienna, and this is my first one, so it's very exciting. Für Nicolette Sheridan ist es eigentlich 5 Uhr früh, aber Mörtel zieht unerbittlich sein Programm durch. If you want, we can go to the Spanish Riding School, or we can go to the Schönbrunn Castle, or any other place. All right, well, it sounds lovely. It's something to see, isn't it? The Spanish riding school is incredible, huh? Yeah, I was here a couple of years ago and walked around a lot and stayed in the same hotel I'm staying in this time. And yes, he's quite a prominent businessman here in Vienna. So yes, I have him with him. The hammer takes the luggage and the ladies in the stretch limousine. Der Businessman ist auch Gentleman und kümmert sich ums Gepäck. Wenn Nicolette Sheridan glaubt, sie wird jetzt völlig unkompliziert zu Bett gebracht, hat sie sich getäuscht. Vor dem Hotel warten jede Menge Reporter. Der Serienstar ist darüber not amused. Moment. Excuse me, can you close the door, please? Thank you very much. You at the airport because she's not prepared for the press today. We thought we'd do that tomorrow with everybody. Sie möchte nicht fotografiert werden. Können wir das so machen, dass ihr weggeht? Nett bitten hätte noch nie funktioniert, was Mörtel sehr wohl weiß, aber er muss zumindest den Anschein wahren, seinen Gast zu schützen. We go straight to the room. Also, komm, bitte lassen Sie es in Ruhe, bitte gehen wir weg und aus. Machen wir das so. Die Journalistenmeute lässt nicht locker und die Serienschönheit geht trotzdem schlafen. Ja, ich. Die Jackie soll auf mich warten, ich komme gleich wieder. Sie ist aussprochen nett, sie war aussprochen lieb, war überhaupt alles kein Problem. Ein Kamerateam, ein Fotograf, wie besprochen, und alle Überraschungen hat ihr alles gefallen, gegessen hat es nichts, weil es müde war. Und dann da vor dem Hotel ist noch einmal dasselbe Kamerateam und noch einmal derselbe Fotograf gestanden und das war ja zu viel. Und noch etliche andere auch und jetzt hat er sich ins Bett gelegt und ist müde.
Nur wenige Tage zuvor marschiert Myrtle durch seinen Shoppingtempel, um seinen Stargast bekannt zu geben. Alle erwarten den Namen Eva Longoria. Ich bin eigentlich gar nicht nervös. Ich bin einfach gespannt, was auf mich zukommt und wie das vor sich geht. Aber im Großen und Ganzen kann es nicht so schlimm sein. Außer ich hier mich einmal und hab dann das Glödel im Hals. Es wird schon gehen. Dominik Heinzl tut seit Jahren immer uns am Tag vorher den Opernballgast abschießen. Die undichte Quelle war News und damit haben wir News das Material nicht gegeben. Myrtle, der strahlende Sieger, endlich schafft er es, den Namen seines Gastes bis zuletzt geheim zu halten. Ich übe schon gerade, den Namen richtig auszusprechen. Ich weiß ihn jetzt schon seit ein paar Minuten, dass ich dann nicht stottere. So, also ich hoffe, es weiß jeder, wer es ist, oder sollen wir das noch bekannt geben? Dann sagst du es. Du sagst auch. Also der Opernballgast 2009 ist Nicola Sheridan. Nicola Sheridan. Das ist das Luder aus der Serie Desperate Housewife. Die kennt ja keiner. Ja, ich muss sagen, eine gute Wahl. Er hat das gut ausgemacht und ausverhandelt, weil es ist vielleicht nicht jeder Frau und jedem Mann gleich ein Begriff, der Name, den sie trägt, sondern eher den Namen, den sie in der Serie hat. Aber spätestens, wenn man ein Foto sieht oder eben die ganze Damenbrigade auf einem Foto wie jetzt, dann weiß man, wo man sie hintut. Das macht ja auch einen wahren Star aus, dass man weder Namen noch Gesicht kennt. Desperate Housewife ist ja erfolgreiche Serie und sie ist eine der Akteurinnen, die dort mitspielt und toll ist. Und meine Tochter sagt, ihr gefällt die Serie und die Nicolette Sheridan sehr gut. Ich selber bin einer, der Desperate Housewife noch keine ganze Serie gesehen hat. Ich kann das nicht beurteilen. So gefreut hat sich Murty auf seinen Niki und jetzt kommt es ganz dicke. Oder wenn ein Fallschirm, wenn ich da aussteige. Wir haben jetzt die Besprechung, was wir noch gemeinsam machen. Wahrscheinlich nichts. Am Flughafen noch großzügig alle Termine bestätigt, räumt die Sheridan dem Myrtle nur Stunden später alle seine Träume wieder runter. Nix will sie und schon gar nicht mit ihm. Jetzt das mit dem Auto klären, ja? Also ich kann das nicht nachvollziehen, weil das ist ja doch ein Job für sie. Sie redet immer, sie ist hier in Freizeit und in Amerika ist sie ja im Job. Sie ist hier genauso im Job. Da kann Myrtle nur mehr dumm schauen. Abendessen wollte er mit ihr. Ja, gerne, hat sie gemeint. Ein schönes Restaurant hat er ihr extra reserviert, hat sie abgesagt. Das Sissi-Museum wollte er ihr zeigen, wollte sie doch angeblich auch sehen. Abgesagt. Und alles andere auch abgesagt. Das Einzige, was sie nicht absagen kann, ist die Autogrammstunde. Zu Nicolettes Leidwesen, denn auf die hat sie in Wahrheit ja auch keine Lust. Aber naja, die muss sie wohl annehmen. Steht ja so in ihrem Vertrag. Nicolette hat es nicht sehr eilig. Dass hunderte Fans und nahezu ebenso viele Reporter in der Lugner City auf sie warten, stresst sie nicht. Myrtle drängt vergebens. Dass er langsam an ihr verzweifelt, lässt die Schöne auch kalt. Good morning. Good morning. How are you? Hi, thank you. Hallo, na? Komm. Ich glaube, ich kann endlich in einer Stretch-Limousine mit der Nicolette fahren. Legt sie wieder darauf Wert, dass sie alleine in der Limousine fährt und wir fahren im Hammer. Aber ist auch natürlich schön, aber ich wollte mit ihr zusammensitzen. Aber so sind halt die Stars, immer sprunghaft. Mit Karacho brettert die Limousine gegen Pressekonferenz, wo Heerscharen an Journalisten sich nahezu prügeln um das beste Bild. Natürlich sind das just jene, die nur wenige Tage zuvor Lugners Gast als langweilig betitelt haben. Journalisten sind böse.
denkt zumindest die Sheridan. Aber man kann es Stars auch schwer recht machen. Schreibt man nix über sie, sind sie todunglücklich. Kommt man und will Fotos, fühlen sie sich bedrängt. So wie Myrtles aktuelle Diva. You're very close, all of you. Can we back up a little? Yes, yeah, they go. Back up, just a little further away, maybe. It's a good idea. If we say do it, say only make a picture first. Yes, it's nicer pictures if they're back a little bit. So it's a little zurückgehen, na, sie möchte es. Sheridan zickt Myrtle an, flötet dann aber doch lieblich ins Mikro, wie super sie nicht alles hier findet. It's wonderful to be here in Vienna. Can everyone hear me? Yes. It's just absolutely beautiful outside. It's the first snow I've seen this winter. And with the backdrop of Vienna, it's just breathtaking. It's been a pleasure meeting Mr. Lugner. He came to the airport yesterday to welcome us. And we had a lovely time and a ride into the city to the hotel. And yes, it's just a pleasure to be here. And I'm very excited about the ball. Nicolette Sheridan schrieb Autogramme, so wie es der Vertrag verlangt. Und dann rennt sie auch schon wieder. Das Hausfrauchen flüchtet in ihre Limousine und versucht, dem Paparazzi zu entkommen. Ziel ihrer Flucht ist die spanische Hofreitschule. Denn das Einzige, was sie an Wien wirklich interessiert, sind die schönen weißen Pferderln. Zwar schaut sie am Ziel ihrer Wünsche immer noch grimmig, aber vielleicht ist's ja nur ein zu straffes Lifting, das ihre Miene so versteinern lässt. Die Morgenarbeit der Lipizzaner begutachtet, wünscht Frau Sheridan, die Stallungen zu besichtigen. Lieber ohne Kameras, versteht sich, aber irgendwie bringt sie das lästige Gesinde nicht an. Die Managerin keift, die Sheridan schmollt, aber trotzdem weichen die gemeinen Kameramenschen nicht. Schauen wir mal, wie sie drauf ist, vielleicht schlecht drauf. Na, endlich was Nettes in diesem ach so schrecklichen Wien. Weiße Pferde, die eigentlich aus der Steiermark kommen. Das gefällt der passionierten Reiterin. Weiß nicht, das ist das nicht der beim... It's not our team, it's our team. Okay, dann nicht. Bitte, tut mir leid. Das war jetzt sehr schön. Ein Star erwartet zu bekommen, wonach ihm der Wunsch steht. Allein an den Wiener Pferden scheitert selbst die Sheridan. Frau Gürtler verweigert ihr den Ritt am edlen Getier. Erneut ein Grund zum demonstrativen Schmollmund. Zu gerne hätte die Desperate einen Lipizzaner geritten, aber diesen Wunsch kann und will Frau Gürtler ihr nicht erfüllen. Conclusio: angefressener Abmarsch. Seien Sie so nett, bitte hinter uns bleiben. Bleiben Sie hinter uns. Okay. Mit Engelszungen überredet Myrtle seine Diva zum Mittagessen im altehrwürdigen Hotel Sacher, um sie mit einer gleichnamigen Torte zu versöhnen. Na, sie ist eh absolut nett, da kann man überhaupt nichts sagen. Das ist so Fotoschreiber, bei dem Pferd hat sie alles vergessen. Schirm, so kommt er daheim. Oder okay, ja. Sie hat einen gemischten Fischplatte gegessen, wie ein Tafelspitz, aber sie ist verkühlt und müde und hat nicht viel geschlafen in der Nacht. Und jetzt möchte sie nach Hause gehen, also ins Hotel und sich ein bisschen hinlegen.
Aber sie ist sehr freundlich und sehr zugänglich schon. Ja, jetzt seit dem gestrigen Abendessen ist schon ein bisschen besser geworden alles. Sie kam, aß und will schon wieder nur weg. Okay. Ich fahre nicht mit, ich bin noch nicht fertig. Have a good trip and have a good day. Bye-bye. Ins Hotel? Ins Hotel, ja. Und ins Bett. Nicolette rauscht zurück in ihr Hotel mit dem abgerungenen Versprechen, pünktlichst um 19 Uhr zum Fotoshooting wieder aufzutauchen. Ja, ich weiß nicht, wo das ist. Wie verabredet, findet sich der Lugner-Logentross zum allseits beliebten Fotoshooting in Abendrobe ein. Allein eine fehlt und Mörtels ach so gute Laune trifft das Käferl im Händelkleid. Nur, dass die das nicht herschreiben. Also, Sonja, warum? Sonja! Hallo, Sonja, kommst du bitte zu mir her? Sonja, bitte kommst du her? Ja, die letzte, die runtergegangen ist. So, bitte, nein, nein, komm weiter. Also, weitergehen, ja. Ich warte auf dich, du gehst irgendwo hinten nach, das ist ja nichts. Ich habe einmal was mitzuteilen, da werden Sie alle wenig Freude haben. Sie ist müde und möchte aufs Essen verzichten. Den Termin im Abendkleid um 7 Uhr kann sie nicht wahrnehmen, aber um 8.45 Uhr ist sie auf derselben Stelle da. Wiederschauen. Ich weiß, es ist keine große Freude, er geht schon. Und Sie sind gut drauf? Ich bin super drauf, ja. Mörtel scheint die Sonne aus dem, na sagen wir, er ist nicht hundertprozentig glücklich. Sonja, das werden wir nicht lernen. Dass die neben mir geht, das kommt nicht vor. Hallo Sonja, wir warten da vorne auf dich mit dem Spitzeln vom Zug. Kann ich leider kein Interview geben. Naja, wir werden auch später noch mit deiner Glockenstimme eine Freude haben. Die Presse erneut verärgert, muss er nun auch ganz ohne seine bezahlte Schönheit zum Abendessen schreiten. Aber danach soll sie ja endlich kommen zum Fotoshooting. Allein, sie kommt nicht. Was lange währt, wird auch dann nicht besser. Nicolette erscheint wieder nicht und das Desaster nimmt seinen Lauf. Mörtel marschiert höchstpersönlich, um die Unpünktliche aus ihrer Suite zu holen. Hallo, kann man eine kommen? You'll be finished, yeah, Misha? She's not ready yet. Not ready? Not ready yet, so you'll have to give us a little bit longer. Shall we meet you? How many seconds? Seconds. Seconds. Beauty doesn't happen in seconds. Minutes? Probably 10. Everybody waits for her. I know, I'm sorry. We had a little late sleep. You know, she had to nap. She was... Okay, we wait 10 minutes. Okay. Thank you. Und schau ja, was los ist. Komm wieder. Bei 10 Minuten habe ich Zeit und 10 Minuten von der Nicolette. Das geht sich locker aus. Weil die lebt in einer anderen Welt mit einer anderen Zeitrechnung. Aus 10 Minuten sind bereits 20 geworden. Von der kühlen Blonden immer noch keine Spur. War schon wer drinnen? Schaut sie schön aus? War sie wer drinnen? Nein, das tut mir leid. Mir auch. Das Glück war mir nicht vergönnt. Das Glück ist ein Vogel. So ist es. Wir Männer liegen den Frauen zu Füßen und trotzdem warten sie. Lassen sie uns warten, bis wir aufgeschundene Knie haben. Wenn sie um 7 Uhr einen Termin hat, und ihn dann auf 8:45 verlegt, warum es dann um 9 noch nicht fertig ist, das ist etwas, was so ein einfacher Mensch wie ich nicht versteht. Aber
Nicht so Operapol. Also, jetzt kurz nach neun. Ist schon nach neun? Es ist kurz nach neun. So eine Minute nach neun, Herr Lupner. Also, ich denke, es wäre an der Zeit zu klopfen. Ja, ja. Was uns das hilft. Die gut bezahlte Gästin findet es nicht einmal der Mühe wert, ihrem Gastgeber die Türe zu öffnen. Das ist mühsam. Die Grace Jones war beim Schnackseln schneller. We in hurry. Okay. Because we miss the opening. We don't want to miss. Das gibt's alles nicht. Nein, es ist verschiebt von 7 auf 8:45 und dann ist 10:15. Und da frage ich mich, warum. Mörtel wartet und wartet und aus Frust wird Galgenhumor. Und jetzt muss ich aber staunen. I'm astonished. You look marvelous. Oh, that's a fail. Wie geht das? Die Zeitungen sind schon zufrieden, wenn sie die Farbe vom Kleid erfahren. Ich wollen gar nicht das Kleid sehen, weil das bringen sie nicht mehr rein. Endlich rührt sich was. Leider ist es nicht die ersehnte. Seconds. We'll be very late. I know, but... Was it downstairs, it waits a lot of photographs for the 7 hours. 2 hours late. I know. She's sorry. Misha, please. Wants to look beautiful. Hurry. She wants to look beautiful. Go on, go on. Seconds. No, seconds. 5 seconds. Give me 5 minutes. A milliseconds. Okay. It's Phil. Sag's, was ist, bitte. Nicht da unten sind 50 Journalisten drin. Na, freilich, weil sie so langsam frisieren dann. Sie sind ein echter Schneckenfriseur, hören Sie. Dann noch und dann noch und dann noch. Und soll ich so oder soll ich so? Schon, und den Gürtel. Was für eine Farbe hat das Kleid? Ich weiß nicht, grün, das hat grün Fisch. Ist die Farbe der Hoffnung. Aha. Oder auf der Stirn. Auf der Stirn, meine also Lobby oder Stiege. Die Tür öffnet sich erneut und Mörtel freut sich. Doch vor ihm steht wieder nicht die Schöne, sondern der Zwetschgenkrampus. Wo sind jetzt die Journalisten? Wollen wir es auf der Stirn? Wir machen sie in der Galerie. Mit geschmeidigen 2,5 Stunden Verspätung erscheint die Dame bar jeden schlechten Gewissens. Oh, you look very nice. Thank you so very much. So we must go very quick. All right, off we go. The ladies, are we ready? Yes, we're ready. If we take more time, the opera close, maybe. No, I know, I'm serious. We go now by the all right. The cook kitchen elevator. Hurry. I'm not sure what that means. Nicolette hat keine Ahnung, was ein Küchenaufzug sein soll, aber sie folgt. Jetzt bleiben ihr auch nicht mehr viele Alternativen. Der Gastgeber ist merklich ungemach. Please come, we have no time. We'll be so. Thank you. Hallo Dora, ich bin jetzt gerade mit Ihrem Lastenaufzug. Endlich angekommen, pfeift die Sheridan immer noch auf die Journalisten und schüttelt Hände. Mörtel gibt es auf. Schließlich bekommen die Fotografen endlich ihre Bilder und Mörtel ist so glücklich, dass er gar nicht merkt, dass er auf dem Designerfetzen des Sternchens steht. I try always to say the dress goes down.
Zu viel für den britischen Humor des mittlerweile sehr desperaten Hausmädels. Mit Myrtles Wiener Schmäh kann und will die Gute nicht mit. So wie gekommen, entflieht sie auch wieder mit dem Kitchen Elevator. What genau das means, weiß sie zwar immer noch nicht, aber er riecht nebst Küchenabfällen wenigstens auch ein wenig nach Freiheit. Vom Lastenaufzug in den Vergüldeten gestiegen, landet sie in der Lobby und tut sich schon wieder sichtlich schwer mit dem freundlichen Gschau. Sekar ist doch hier. Die blonde Maid kann immer nur erahnen, was Master of Disaster English Myrtle von ihr will. Aber sie krabbelt stetig voran. Was bleibt ihr auch anderes übrig? Will sie doch ihre schöne Stange Geld mitnehmen ins zivilisierte Amerika. Die Desperate endlich in die Limo verfrachtet, tun sich schon die nächsten Abgründe in Myrtles so gelungenem Zeitplan auf. Man lässt sie nicht fahren. Und Myrtle hat auch noch eine kleine englische Stilblüte für die schöne Nicolette. If we go by leg, it's 100 meters. Und wenn wir mit dem Auto fahren, sind es 500 Meter oder wie oder was. Concerto. Myrtles Geduldsfaden befindet sich in gefährlichem Spannungszustand. Geamtshandelt gehört. Und wenn schon die Ordnungshüter nicht von alleine spuren, muss eben er den Verkehr höchstpersönlich in die Hand nehmen. Oh, danke. Ah. I talk to the police now. And maybe they make a line free for us. But only maybe. Maybe stehen wir auch noch ein halbes Stündchen im Stau, aber dann kann es doch endlich weitergehen, direkt zum nächsten Wahnsinn, den die gute Nicolette Sheridan wohl nicht so schnell vergessen wird. Endlich vor der Oper angekommen, traut sich die Gute nicht aus dem Auto. Überhaupt möchte sie am liebsten wieder umkehren. Sowas hat die zarte Frau aus Hollywood noch nie erlebt. Die wilde Horde stürzt über sie herein. Und zu ihrem Pech, jetzt gibt es kein Zurück mehr. Die Schauspielerin kämpft mit langsam aufsteigender Panik. Aber Myrtle ist in seinem Element. Je mehr Trubel, desto besser. Lehn dich zurück. Geh uns bitte weg. Wir wollen ja weitergehen. Wir wollen ja vorbeigehen. Okay, alles klar. Das ist ein Wahnsinn. Also wir brauchen den Nicolette und den. Bitte geh zurück. Das gibt's ja nicht. Schiebt ein bisschen die wieder auf die Seite. Macht ein bisschen Platz. Schiebt so. So, und auf. Come on. Nicolette, please, come on. Die geht ja nicht weiter. So, okay, du schieb zurück, schieb ländlich zurück. Nix an. Los. Das Schlimmste überstanden, manövriert sich Sheridan selbst ins nächste Unglück. Anstelle dem Bodyguards zu folgen, bleibt sie stehen und schaut. Jetzt schmeißt selbst Myrtle während seines Lieblingsmoments im ganzen Jahr die Nerven weg. Please come on, the opening starts, please. Please come on, But they start now. Das ist nicht mehr normal, was?
Aber zum ist diesmal zugegangen, sowas habe ich noch nie erlebt. Myrtle schimpft mit seiner Hausfrau, das gefällt der aber gar nicht. So muss man sich doch auch für 75 Blaue nicht beflegeln lassen. Ja, das ist. Wir gehen. Come on, please. Nicolette, please, come on. Wow, ich bin schon fast am Boden gelegen und die sind auf mich draufgestiegen. Setz dich bitte vorne in die erste Reihe. Nein, jetzt darf man die Eröffnung anschauen und zu. Nein, wir tun jetzt. Ja, die Damen, die Loge. Nein, nix. Nein, das ist nur die Gäste. So. Nein, es kommen nur unsere Gäste herein und sonst niemand. Okay. Danke. Sind Sie an alle? Sie kennen sie. Nein, sonst ist nichts. Aber gar nicht. Nicht einmal nichts. Mir geht's sich ausgezeichnet. Ich bin endlich in der Loge gelandet und auf Platz. Die Hausfrau sitzt am letzten Juche der ganzen Oper, aber zumindest sitzt sie endlich. Myrtles hummerfarbenes Händerl brütet vis-à-vis. It's beautiful, it's very moving. Terrible, huh? We'll be too late. 15 minutes. Yes, 15 minutes before it's no problem. Am Dachboden des Opernballs. Da sollen Sie sich nächstes Jahr die Box beim anderen verkaufen. Ich kaufe sie sicher nicht mehr im zweiten Raum. Gleich bei den Lugners. Myrtle straft die Hausfrau mit übertriebener Knausrigkeit. Ich habe nichts bestellt. Weil wenn sie sagt, sie soll was bringen, bringt sie einen Champagner um 4.000 Schilling, die Flaschen. Und zur Strafe für ihre Widerborstigkeit jagt Myrtle die Sheridan quer durch die Meute in Richtung Mittellogeninterview. Nicolette Sheridan hat sich schließlich wieder runterbewegt von ihrer Palme und versucht, den Ball zu genießen. Zumindest hat sie ihre Gesichtszüge gebändigt und mimt wiedergefundene Gelassenheit. Ich habe nichts bestellt. Weil wenn sie sagt, sie soll was bringen, bringt sie einen Champagner um 4.000 Schilling, die Flaschen. Myrtle will keinen teuren Champagner. Sollen doch alle Wasser saufen. Er selbst nimmt ein Achternrot. Irgendwie muss man die Lücke im Budget erfüllen. Ja, sagt was. Ja. Sie möchte einen Laurent Perrier, den dritten, weil sie Flaschen. Also dann, hallo. Eine Flasche Moët Chandon und eine Laurent Perrier und eine Flasche Rotwein an Zweigel. Ja? Eklar, Champagner will sie. Jetzt muss er doch die großen Scheine zücken. Den Sprudel bestellt, findet Myrtle endlich die Zeit, seinem gerupften Hühnchen eine Lehre zu erteilen. Jetzt ist es weg. Die Kamera, die schaut jetzt genau auf unser Loge und wenn sie rot leuchtet, ist es die Live-Übertragung. Wenn sie rot leuchtet, jetzt ist es vorbei. Aber sie hat uns im Visier und die schalten sicher wieder ein, aber du musst oben schauen, wann sie. Jetzt ist es zu spät. Die Kamera ist weg. Blöd fürs Käferl, die wäre zu gern live im Fernsehen gewesen. Nicolette ganz gegenteilig wünscht die Paparazzi zum Teufel. Noch lebt sie. Und noch weiß sie auch nicht, dass Myrtle sie in Kürze zwecks Mittellogeninterview aus der Loge befördern will. Allein die Gute gehört überredet und freut sich sichtlich. Cheers. 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 Nicolette, I'm sorry that it was so much. But you be the only princess in this ball and they wait all for you. Now that's sure. All for you. You see, now it's a Viennese waltz. Everybody waltzes now. Now, Nicolette, now the president and the government leaves this box and it 11:30, you be in the box. Where now the president is now. We're moving? Yes. Oh. But we have the chief of the police. Tell him to hurry up. Now
because the chief of the police is here before our box. Okay, watch out, this is dangerous. Oberstleutnant Lang ist persönlich draußen und sagt, er kleidet uns in die Box. Der OF hat ein Live auf das Ganze. Die Men in Black machen sich bereit, den sogenannten wahren Star demnächst zu delogieren. 10 Männer müssen her, sonst bewegt sich Miss Pissed Off Sheridan keinen Zentimeter auf den Gang. Bleib ein bisschen draußen, dass weniger sind. Wie viele Polizisten und Hammerten? Wie viele sind wir? 10 sind es. Oder wir haben ja 4 Security. Ja, die kommen schon. Die kommen schon. Das ist das Problem. Die ist unterschrocken von der Eingangsphase, da, die ist komplett geschockt. Ihr könnt es dann gleich wieder reingehen. Mir geht es nicht, dass ich es rausbringe. Ich kann es nicht sauer auf deine. Ich denke, dass ich auch so zivil mit dieser Person nichts mehr zu tun habe. Was? Mit zivil mit deiner Freundin nichts mehr zu tun haben. Okay, gut. Ja, ja. So gehen wir nach. Everything okay? No problem. We have a compromise. Okay. Very slowly. Bitte. Slowly. Okay. Slowly. Stehen bleiben, sonst kriege ich ja. Bitte, Schluss ist's. Weiter geht es aber schon am Dienstag. Was Mörtel noch alles mit seiner Hausfrau erlebt. Was ist? Das ist eine Sauerei, ist das! Na, mir lass raus! Lösch nicht, lass mich raus! Was im Blödsinn? Ob Mörtel Miss Sheldon in ihr Bettchen bringt? Ich bin bald tomorrow, yes? Masha, do it. Wie eine erzürnte Frau Schiller auf Mörtels Käfer stößt. Ich meine, dass eine Dame oder eine sogenannte Dame sagt, sie tragt Schlappferln, weil sie möchte nicht so Frostbeulen haben wie schon in Schiller. Ich kenne diese Dame nicht. Sie hat mich noch nie gesehen. Ich habe noch nie mit ihr gesprochen. Und den weiteren Verlauf Mörtels rauschender Ballnacht sehen Sie das nächste Mal bei den Lugners.